Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am Stachus. So nett, da drüben stehen ja gerade zwei Polizisten. Da gibt es einen wunderbaren Österreicher, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Und zwar hier am Stachus kommt der Österreicher vorbei mit einem großen Kaiserpinguin an der Flosse. Geht zu einem Polizisten und sagt, Sie, Herr Wachtmeister, wo ist denn hier das nächste Kino? Da schaut der Polizist in Österreich mit seinem Pinguin so an und sagt, Sie, ich glaube, Sie müssen nicht ins Kino, Sie müssen in den Tierpark Hellerbrunn. Sagt der Österreicher, nein, im Tierpark waren wir gestern, heute wollen wir ins Kino. Soll passiert sein. Ah, das ist KVR, schauen Sie, das ist gar nicht Polizei. Das sind Wachtel vom Kreisverwaltungsreferat. Da, Gängerschau, rechts neben dem Hund. Wahnsinn. So ein schönes Tier. Ältere Dame, gehen wir mal hin, Dame interessieren. Na, die Dame raucht. Da tut mir der Hund jetzt schon leid. Wir sind also hier am Münchner Stachus, Münchner Karlsplatz, weil es mich interessiert, was die Menschen hier in München so machen, die teilweise von weit her nach München gereist kommen, um die bayerische Landeshauptstadt zu sehen und dann feststellen, ja, sowas hätten wir auch gern bei uns daheim. Wo wollen Sie denn hin? Sie schauen so fremd aus. Wir sind fremd und wir wollen ins Deutsche Museum. Ins Deutsche Museum? Ja. Zu Fuß, da könnten Sie auch mit der S-Bahn fahren. Aber Sie wollen zu Fuß gehen, gell? Ich dachte, das wäre hier ganz in der Nähe, ehrlich gesagt. Ja, aber es ist in der Nähe. Das ist alles so relativ. Du weißt jetzt, wie es mit den Lichtjahren ist, gell? Ja. Hört sich erstmal noch ein Lichtjahr an und dann bist du also jahrelang. Ja. Was wollen Sie im Deutschen Museum machen? Es ist ein wunderbares Museum übrigens. Ja, hauptsächlich den Technikteil sehen. Ich war da vor ungefähr 40 Jahren mal. Oh. Da gab es eine Raumfahrtausstellung. Wenn es die noch gibt, würde ich da wieder rein. Ja, die haben es sogar neu eingerichtet. Weil die haben jetzt das Deutsche Museum saniert und ganz neu aufgebaut. Deutsches Museum ist ungefähr, wir sind vom München TV, diese Richtung 2 Kilometer. Ja. Wir sind gut zu Fuß. Wo sind Sie her? Wir kommen aus Schleswig-Holstein, tatsächlich aus einem kleinen Ort mit einer Eisenbahnhochbrücke. Und diese Brücke Rendsburg. Gibt es. Ja, genau. Und diese Brücke gibt es auch im Deutschen Museum. Na! Ja. In Rendsburg? Ja. Stellen Sie sich vor, ich habe Verbindungen nach Rendsburg. Aha. Da war ich auf der Flugabwehrschule in Büttelsdorf. Ja. Da schauen Sie jetzt, gell? Ich war auch bei der Bundeswehr da, aber Sie waren wahrscheinlich in der Rüdel-Kaserne. Genau. Ja, genau, nicht in der Eider-Kaserne. Aber die kennen jetzt ihn nicht so. Ja. No. Aber das ist toll. Wissen Sie, da ist so eine Brücke, das müssen Sie sich vorstellen, die geht über den Nord-Ostsee-Kanal drüber. Und die haben die dort mal so hochgebaut, weil die Schiffe da noch hohe Masten hatten, gell? Ja, 42 Meter lichte Höhe Wahnsinn. Haben die. Und drunter fährt doch so eine Schwebebahn durch, gell? Ja, genau. Die war auch lange kaputt und ich glaube, die neue ist aus Bayern, ne? Ich glaube, die neue schwere Fähre ist aus Bayern. Wundern würde es mich ja nicht. Was machen Sie beruflich? Noch nichts, ich bin gerade aus der Schule raus. Echt? Und, was haben Sie vor? Nord-Ost-Schifffahrt oder wenn man da oben zu Hause ist in Schleswig-Holstein, will man da dann bleiben oder will man weg? Also ich würde da irgendwann gern wieder hin, aber ich könnte mir auch vorstellen, erstmal woanders zu studieren. Ja, zu studieren und was? Wirtschaftsingenieurwesen. Ja. Was sind Sie für ein Beruf? Ich bin Polizist. Nein, es ist ein Polizist. Ja, das Kind ist klüger als wir. Sind Sie auch Polizistin? Ja. Ach, das finde ich toll. Wie lange sind Sie schon bei der Polizei gewesen? Waren Sie bei der Polizei, da sind Sie noch im Dienst? Nein, ich bin im Dienst. Ich bin bei der Kriminalpolizei. Eine Kriminalbeamtin aus Schleswig-Holstein? Ja. Und wie gefällt es Ihnen so? Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt lange genug geplaudert, ja, wir wollen ja noch ins Museum. Ja, eben, das wollte ich gerade sagen, Sie müssen also diese Richtung gehen. Ja. Dann kommen wir am Marienplatz vorbei, dann schreiten Sie auf ein Stadttor zu, wo die Uhr verkehrt rumgeht. Aha. Da ist das Karl-Valentin-Museum drin, das war ein Andersdenkender. Ja. So eine Art bayerischer Dadaist. Ja. Also wenn Sie dann verwirrt sind, weil die falsche, das soll so sein. Ja. Okay? Und wenn Sie dann durch dieses Museumstor hindurchgeschritten sind, kommen Sie zum Isartorplatz. Und da müssen Sie ganz mutig sein, da müssen Sie ungefähr nochmal 500 Meter geradeaus gehen. Und dann kommen Sie zu dem Konzertbau des Deutschen Museums und an dem müssen Sie dann rechts entlang ganz weit nach hinten, weil der Eingang ist leider ganz, ganz weit hinten, ist er aufwärts gelegen. Das schaffen wir. Aber Sie schaffen es. Ja. Ich wünsche einen schönen Tag. Gell? Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wahnsinn, aber sowas triffst du wirklich nur am Stachus, verstehst? Eine schleswig-holsteinische Kriminalpolizistin und einen Polizeibeamten aus Rendsburg, den man das gar nicht ansieht. I don't speak German. Where are you from? Canada.
From Canada? Yeah. It's great, because I speak English. Okay, good. What are you heading for? From Television Munich. Oh, okay. Yeah. For an hotel, there's a lot of hotels Ruby here. Ruby Lily Hotel. Ruby Lily. What's the name of the street? That's the... Schauen wir mal, wo der Hebel in irgendein Hotel ist. Kanadier? It's the first time you're in Munich? Yeah, first time I'm here for a conference. For a conference? What conference? It's on the Science Education Conference here at the university. Okay. TUM. Okay. Also muss er eine Konferenz an der Uni, oder jetzt? This is Dachauer Straße. Ja, ja. Yeah. Wrong direction. Oh. Dachauer Straße ist behind this building. Okay. This direction. And what's the number? You can use the tramway. Oh, I can walk. I want to walk. Also Dachauer Straße, this direction. Walk behind this building or in front of the building. There's a main railway station. To the right-hand side, there starts the Dachauer Straße. Okay. I will get lost. I will lose myself. Okay. I want to see the city this way. So. Have a nice time in Munich. Well, thank you. Then if somebody says, I have seen you on television, that's me. Okay. Have a nice time. Da war jetzt fast in die falsche Richtung gegangen, Damen und Herren. Aber wenn man aus Kanada ist, wissen Sie, es sind natürlich ganz andere Geografieformen gewohnt. Das ist alles so unendlich weit und so lang und ohne Autos kommst du überhaupt nicht zurecht. Wir wollen heute ein bisschen schauen, Damen und Herren, wieder mal hier am Stachus, was alles hier so unterwegs ist, wer die Menschen kommen, was sie hier tun. Ist ja hochinteressant, gerade jetzt in der Ferienzeit, wer alles so da ist. Also kleine Pause, dann werden wir die Menschen etwas ansprechen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Intaler Trachtenwelt. Unser Gewand verbindet Tradition und Lebensgefühl. Ihr Komplettausstatter mit hochwertigen Marken für Herren, Damen oder Kinder. Entdecken Sie unsere Eigenmarke Angelina Tracht exklusiv nur bei uns. Besuchen Sie Ihre Intaler Trachtenwelt. Wir sind für Sie da mit Herzblut und Leidenschaft. Ab sofort auch direkt am Marienplatz München. Paulaner Münchner Hell. Das Helle für alle, die gerne mal wieder Freunde treffen. Die gemeinsam das Leben feiern. Die den Feierabend am liebsten gemeinsam genießen. Weil gemeinsam das Leben einfach besser schmeckt. Paulaner Münchner Hell. Das Helle für alle. Höffner Red Shopping Days. Jetzt 44% auf Möbelküchen und im Fachmarkt. Nur bis 10. September. Mehr auf höffner.de. Ein Sechser im Lotto. Das ist doch so wahrscheinlich wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Stimmt's. Und das gelingt laut Statistik durchschnittlich 233 Gewinnern pro Jahr. Sehr laut Statistik. Glückwunsch. Wir nehmen dein Glück ernst. Hey Tierfreund. Ja, genau du. Ich bin Brocco, dein Lieblingsgemüse. Und wenn auch du keinen Bock mehr hast, Tiere auszubeuten, dann helfe ich dir 30 Tage lang mit allen wichtigen Infos und täglich neuen tierleidfreien Rezepten. Worauf wartest du? Lad dir jetzt Peters neue Veganstart-App herunter und rette Tierleben. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Wo sind Sie her, wenn ich fragen darf? Heidelberg. Heidelberg habe ich noch nie getroffen hier. Nee. Was? Nein, Heidelberger sind ganz selten. Marburger eher, aber Heidelberger. Die Heidelberger lassen sich besuchen. Wollte ich gerade sagen, weil Heidelberg so schön ist, gell? Heidelberg, München ist auch schön. Da kann sich München noch eine Scheibe abschneiden. An Heidelberg schon, ja, das stimmt schon. Ja, wenn ich hier so das Umfeld vom Hauptbahnhof mir anschaue, da kriegt man das Grauen. Das Benko, alles Benko.
Ja. Der hat sich das alles gekauft und dann ist er pleite gegangen und keiner weiß mehr, wo man hin soll. Gell? Ja. Aber der Teil da, der ist schön. Da fängt es an. Ja, aber da, das ist Abenko, ja, dann ja, hinter ist Abenko. Das ist eine Katastrophe. Schade, klar. Ja. Was führt Sie denn nach München, wenn ich fragen darf? Wir haben Freunde besucht und fahren heute Nachmittag wieder nach Hause. Ja, viel zu schade. Ja. Und sind Sie sicher, dass der Zug fährt? Ja, ja klar, wir haben vollstes Vertrauen in die Bahn. Okay. Na, letzte Frage, was hat Sie denn neben diesen Bahnhofsmuseen da in München am meisten beeindruckt? Also wir waren diesmal gar nicht so sehr in München, wir waren im Münchner Umland. Wir waren am Wörthsee, sind dort wandern gewesen, waren auch dort baden. Das war wunderschön, also toll. Kann man nur empfehlen. Kann man eigentlich im Neckar baden? Nein. Das ist nicht zu empfehlen. Schade. Neckar, die kann man nicht baden. Man kann vielleicht schon. Also aber mit der Sauberkeit schon. Aber die Unterströmung ist schon nicht zu unterschätzen. Und deswegen kann man da nicht schwimmen. Wissen Sie, wir sind ja vom Privatfernsehen. Ja, das habe ich schon gesehen. Und ich sage immer, wir erfüllen beim Privatfernsehen einen Bildungsauftrag, den wir gar nicht haben. Ja, ja. Und deshalb ganz wichtig für unsere Zuschauer, baden Sie, wenn Sie in Heidelberg oder umliegenden Gegenden sind, nicht im Neckar. Der hat Unterströmungen, da kann man leicht mal in eine Wasserwalze kommen und nicht mehr heraus. Meine Herren, es war mir sehr angenehm. Ja, jawohl, kommen Sie gut nach Heidelberg. Wiedersehen. Ja, Heidelberger wirklich noch nie. Also, aber das kommt wirklich da dran liegen, weil Heidelberg so schön ist. Weil der Heidelberger sagt, okay, ich habe so gut mit meiner Heimat getroffen, warum soll ich in die Ferne schweifen, da das Gute liegt so nah. Das ist ja aber fein und Schmuck gekleidet gegen mich. Nein. Für mich. Wie geht's Ihnen heute so bei diesem Wetter? Mir geht's gut. Ja? Nein, jetzt ist es ein bisschen kühler geworden. Ich bin 83. Was, 83 sind? Ja. Wenn man 40 geboren ist. Ja, dann ist man 83. Ja. 84 werden es dann. Ich wollte noch mal 30 sein. Ich möchte noch mal ein ganz junger Herr sein, der den ganzen Karlsplatz auf den Rücken tragen und dann nach Hause stellen. Wiedersehen. War mir sehr angenehm. Ich muss zum Essen gehen. Wiedersehen. Guten Appetit. Mach dich frisch hier. Also Damen und Herren, wir haben hier einen neuen Kandidaten. Du schaust ein bisschen untergewichtig aus. Du schaust so aus, wie man uns sagt, der Tod von Eding. Nein, nicht unbedingt. Nein. Nur harte Zeiten, so ehrlich gesagt. Ja, wenn es auf der Straße ist, oder? Nein. Nein, ehrlich gesagt, ob auf der Straße oder nicht, spielt ja keine Rolle. Hauptsache, es geht voran für das, für das glückliche Prinzenrecht. Und das will ich gerne einwirken und einholen. Das glückliche Prinzenrecht? Bist ja, du denn richtig. Der Prinz, irgendein Monarch aus einem fernen Land? Nein, ich bin hier in Deutschland und ich bin hier quartelliert worden und ich hoffe auch herzlich willkommen international. Wo bist denn du her? Aus dem Gypsy-Arabischen, Afrikanischen, Indischen Reich. Afghanisch. Ah, du bist der Afghane? Ich vermute mal in meinen Gedanken, im Herzen, Afghanistan, Marokko spielen sehr groß eine Rolle. Bist du Pashtuni oder was ist für ein Stamm in Afghanistan? Ich glaube, Mutter Natur von oben. Du weißt gar nicht, was für ein Stamm du bist. Das ist doch in Afghanistan total wichtig. Ja. Was dem Clan, das man angehört ja. Und so. Irak haben wir natürlich sicherlich auch. Ja. Überall. Aber du bist Afghane. Nein, ich würde gerne den Afghanen mal mehr kennenlernen, ne? Ja, wo kommst du her? Ein bisschen gebürtig. Arabien-Orient-Kontinent. Irgendwo im arabischen Raum bist du richtig. Irgendwo auf die Welt gekommen. Richtig. Und dann bist du hier in München erwachsen geworden und weißt nicht, wo du eigentlich herkommst. Doch, ich weiß schon, wo ich herkomme. Aber du willst es nicht sagen. Doch, warum nicht? Das ist Herford. In alten Neu-Deutschland. In Herford, ey. Oh. Das ist ja herrlich. Der kommt aus Mitteldeutschland. Oder Herford ist Mitteldeutschland, gell? Herford ist im Wiengebirge. Ja, kurz vom Wiengebirge in dem Weltland zwischen Tälern und so. Da gibt es auch kleine Infrastrukturen und dicken Bunker, wo ich mal saß. Darf ich mir eine Frage stellen? Kehrst du dir so ein bisschen einer Therapie? Ich hatte eine Therapie und jetzt ist sehr gut sogar. Letzte Frage, wie gefällt es dir in München? In München im Augenblick okay. Ja. Ich würde auch gerne, ich habe sogar gehofft, dass irgendwie Leute auf mich zukommen, weil es skeptisch erstmal die Gegend aufgenommen, vorsichtig. Ne? Und ja, ich brauche Unterstützung. Also wenn Sie jemanden unterstützen wollen, der aus dem Wiengebirge stammt und Unterstützung braucht, merken Sie sich dieses Gesicht. Und Sie sind am Marienplatz zu finden, oder? Am Stachus? Ich sag mal, irgendwo bin ich hier noch. Irgendwo ist er dann. Und wenn Sie ihn finden, dann
unterstützen Sie ein bisschen der Freidassen. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.